Russlands Präsident Putin hat den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal als Landesverräter bezeichnet. Skripal habe nach seiner Freilassung aus russischer Haft in Großbritannien weiter mit den westlichen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Bei einem Energieforum in Moskau sagte der Kreml-Chef: Er ist nur ein Spion, ein Vaterlandsverräter, verstehen Sie? Wir haben dafür einen Begriff. Bislang hatte sich Putin nur sehr selten zu Skripal geäußert, der sowohl für den russischen als auch für die ausländischen Geheimdienste gearbeitet hatte. Nun sagte der Kreml-Chef, einige glauben, Skripal sei ein Menschenrechtsaktivist. Er ist aber nur ein Dreckskerl, sonst nichts. 2006 war Skripal in Russland wegen Hochverrats zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er Informationen an die britischen Geheimdienste verkauft hatte. 2010 kam er im Zuge eines Agentenaustausches frei und zog nach Großbritannien, in die Stadt Salisbury. Dort wurden er und seine Tochter Anfang März mit dem Kampfstoff Novichok vergiftet. Beide überlebten knapp. Die britische Regierung macht Moskau für den Anschlag verantwortlich. Russland weist die Vorwürfe zurück.